Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Und du darfst jetzt auch ruhig mal ausgehen, wenn ich auf die Tastatur drücke und ausdrücke. Deswegen gibt es ja diese Taste, um sie auszudrücken. Genau, das hat jetzt Sinn gemacht, glaube ich. Wo waren wir letztens stehen geblieben? Ach ja, wir haben ja keine Ahnung. Wir waren in unserem Assassinen-Unterschlupf, das weiß ich noch. Gott, das ist erst gestern gewesen und ich habe schon nur vergessen. Alzheimer lässt grüßen. Ich würde jetzt einfach mal voll krass vorschlagen, wir gehen einfach mal hier nach unten. Werden, ja, genau das werden wir machen. Einfach mal auf Entfernen drücken, warum auch immer das weggehen ist. Ist ja auch egal. Wir gehen jetzt zu diesem Borgia-Turm, setzen den noch in Brand. Und dann schauen wir uns den Aussichtspunkt, Aussichtsturm an, der dann ja da um die Ecke ist. Und damit verbunden gehen wir zu unserer nächsten Aufgabe. Hey, das klingt doch nach einem tollen Plan, nicht wahr? Ja, das tut es in der Tat. Okay. Ja, amerikanische Werbespots, die deutsch nachsynchronisiert werden, sind einfach die besten. Ach ja. Oh, hier schöne Ruinenstadt, stimmt ja. Warte mal, hier leuchtet jemand. Ah, da ist ein Borgia-Banner. Kann man ja mal mitnehmen, wenn man es mal sieht. Was ich ja nicht allzu so oft tue. Aber hey, huch. Mal bei dem Typen mal unsere schöne Waffe zeigen. Du, pst, guck mal. Hast du schon sowas gesehen? Nee, wa? Oh, ich sieh dir doch mal an. Er fällt gleich runter. Ja, ich weiß, Mörder, aber ich möchte erstmal meine Waffe zurückhaben. Dankeschön. Jetzt könnt ihr euch beschweren. Der lag da schon. Mann, der lag doch da schon. Du, gib doch nicht an, dass du auch eine Waffe hast. Ich hab doch sowieso eine viel schönere. So, hab ich's dir gegeben. Das hast du davon. Meine Waffe ist die schönste. Damit hat sich's. Reiß mal dieses hässliche Briefchen ab, was das Gegenteil behauptet. Da ist auch noch einer. Der will, glaube ich, auch mal nochmal gucken, wie schön mein Schwert aussieht. Mein Schwert. Mein es aussieht. Guck mal! Scheiße! Oh, doch noch getroffen. Ja, das ist meine super Axt. Die trifft alles. Oh, hast du sie dir angeguckt? Ja? Oh, sieht schön aus, nicht wahr? Schöner als deine blöde Armbrust. Das ist auch etwas, was ich nicht so ganz kapiere. Warum kann sich Ezio einfach die verschissene Armbrust von seinem Gegner mitnehmen? Warum? I don't get it. I don't get it. I don't get it for me now. Wie ging das so? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist hier der Borgia-Dom. Was sagst du denn von der Schwierigkeit hier? Ist das eine Pussy oder nicht? Ja, das ist. Schwierigkeitsgrad 4. Okay. Das heißt, er ist wahrscheinlich eine Pussy. What the fuck? Willst du mich verarschen? Ach, nur weil ich mal in dieses hässliche Gebiet reingeguckt habe. Ja, solange die Muschi, die sich nicht verpisst. Ist mir das auch egal. So. Wenn ihr es nicht anders haben wollt. Ah, okay. Wollen wir mal YOLO sein? Gibt es denn nicht die kleinste Prise Verstand in den Abgrund? Nein. Warum fragst du? Ich weiß, es ist irgendwie ein bisschen riskant, meine Waffe von neuen rumzuschleudern, aber es macht so viel Spaß. Viel mehr als irgendwie zu schießen. Okay, diese zwei sollte ich vielleicht nicht unbedingt bewerfen mit dem Ding. Weil 12 einmal kann ich dann doch nicht. Wie sieht's denn hier oben aus? Oh. Ja, das. Ist ja ganz fantastisch. Das sah cool aus jetzt hier. Mach das doch nochmal. Ja, gut, dass ich zwar eigentlich die versteckte Klingel, ne? Die versteckte Klinge ausgewählt habe, aber naja. Wieso sag ich immer Klingel? Bin ich behindert im Kopf? Ja, bin ich. Ach, du läufst ja eigentlich ganz praktisch, ne? Kollege. Meinst du, wir können ihn mit der Axt überraschen? Erstmal so. Tod von oben! Wow. Aber erstmal brauchst du tot von oben. Scheiße, jetzt ist meine Waffe weg. Okay, ich hab's ja herauf. Ich habe es ja so gesehen hinaufbeschwört, ne? Ne, ich glaub, da liegt sie. Na egal. Wir treffen die Bestie auch nicht. Okay, geht sowieso gerade irgendwo anders hin. Dann sagen wir ihm nochmal Hallo und. Ich weiß nicht. Da liegt sie doch bestimmt. Ach nee, komm. Alles für die Mission. Wir können uns danach hoffentlich immer noch holen. Und komm schon. Wie sieht ein an? Jawohl. Ach komm, ach man. Ja, egal, beim Schmied gibt es 10.000 neue.
wenn wir hier schon mal hier oben sind. Das war ein relativ einfacher Kill. Das gefällt mir. Ach, guck mal. Hat dich die Bugkraft Ubisofts auch getroffen. Das finde ich schön. Gerechte Strafe. Gerechte Strafe für ihn. So, wo ist denn hier der Aussichtspunkt? Turm? Ach, da ist er. Synchronisieren und ich trinke einen Schluck. Schluck, Schluck, Sauf, Mann, ja. Ach, schöne Sprite. Ja, ich werde gesponsert von Sprite, deswegen sage ich das hier. Nee, Spaß. Autsch, laut, oh, laut, laut, alles laut, oh mein Gott. Und nochmal laut. Ich lerne auch einfach nicht dazu, ne? Ich mache einfach nicht den Sound leiser. Der Pech gehabt. Und dann bluten mir halt die Ohren. Was willst denn du hier? Nein. Was? Bist du Stress, Junge? Guck mal. Kriegst du auf die Fresse, Alter. Hast du davon? Dann macht der mich einfach so blöd an, ne? Gibt's hier nicht mehr. Ja, genau das solltest du tun jetzt, ja. Ja, ja, ja. Ah, mein Schatz liegt hier noch. Hey, hast du schon mal meine wunderschöne Axt gesehen? Hey, du, pst, komm mal rüber. Was denn du da? Hey, guck dir mal die schöne Axt an. Boing, ist sie nicht schön? Ja, ich weiß. Nein, Jesus Christus kann dir nicht mehr helfen. Er ist ein bisschen tot. Der hat auch schon eine zeitliche gesegnet, ne? Also, der kann dir dann, glaube ich, nicht mehr so gut helfen. Lasst mich in Frieden, bitte. Tut auch gar nicht so spastig. Gut, dann bauen wir mal den Schmied da hinten aus, weil ein Schmied ist ja immer was Cooles. Und den Arzt, würde ich mal sagen. Weil, guck dir mal hier die Pennerviertel an, die brauchen unbedingt einen Arzt. So, ausbauen. Oder einbauen. Eigentlich müsste man ja eher einbauen, weil man baut ihn ja rein, ne? Witzig, witzig, ich bin so witzig. Und ich werde immer noch die Animation behindert. Aber okay. Stellt unseren Stahl auf die Probe. Okay. Ehrliche Klingen, stabile Panzer. Kein Schnitt, das war gut. Der auseinanderfällt. Okay, ja. Muss ja auch nicht sagen. So viel Blut vergossen. Nee. Erstmal müssen wir. Nein. Erstmal müssen wir den Arzt bauen, damit. Ausbauen, damit. Ne? Und so. Weißt du, Bescheid. Juhu. Hallo, Dottore. Vertraut dem Wissen eures eigenen vertrauten Leibarztes. Du bist aber nicht mein Leibarzt. Was hast du noch so zu bieten, außer heilen? Gegenstände verkaufen, Apothekenbedarf? Nö, brauche ich nicht. Kann ich in dich. Achso, ja, ach ja, okay. Ja. Ah ja. Also 1000. Das ist so in übrige Zeit 6 Sekunden. Möchte ich bitte investieren. Ja, möchte ich. Hinweis. Ja, das ist doch nicht mehr fast schon. Dann vielleicht ein andermal. Ja, wieso? Ich habe gerade in dich investiert, du blöde Sau. Okay, dann müssen wir in 6 Minuten zurückkommen, oder? Ja, Gesamtwirtschaft Rom, Bronzemedaille, juhu. Verstehe ich jetzt zwar nicht ganz. War das jetzt. Gewinne aus Investitionen in die gesamte Wirtschaft Roms. Ah, okay. Braucht ihr medizinische? Ja, ich brauche ganz viel medizinische. Also, es waren 6 Sekunden und nicht 6 Minuten. Ah. Okay. 1600 einzahlen und 1705 oder. Ja, das ist doch ganz in Ordnung, denke ich mal. 19 Minuten kriegen wir das dann. Ist ja ganz in Ordnung. Investieren wir einfach mal. Ich bin hier, solltet ihr eure Meinung ändern. Ja, ich habe buddhistische Gebetsperlen bekommen, oder? Weiß ich nicht. Irgendwas habe ich auf einmal bekommen. Warum ist die Musik auf einmal so actionreich? Oh mein Gott, er hat investiert. Oh mein Gott, ganz schnell actionreiche Musik abspielen. Oh mein Gott, wir hätten niemals gedacht, dass das tatsächlich einer tut. Dann. So, wenn wir schon mal dabei sind beim Ausbauen, bauen wir gleich mal den Boden da hinten aus, beziehungsweise den Tunnel. Da können wir uns hier auch ganz schön wieder hintunneln, falls wir es brauchen. Warum ist hier nochmal ein Arzt? Das macht keinen Sinn. So, einmal ausbauen bitte. Oder renovieren von mir aus. Wenn du unbedingt renovieren sagen willst. Juhu. Das ist schön. Wo ist denn hier die nächste Bank, die man ausbauen kann? Weiß ich nicht, aber hier ist ein leeres Fraktionsgebäude. Das können wir doch mal renovieren. Liegt ja auch auf dem Weg zum Aussichtspunkt, ne? Also, ne, renn doch mal bitte. Das ist mir ein bisschen zu lahmarschig. Immer schön die Leute abzocken. Wir sind ja schließlich immer noch von der GEZ. Hartz IV-Einzugzentrale, ne?
Wer patrouilliert denn da oben so einfach einsam rum? Soll ich dir mal einen Witz erzählen? Flieg runter. Was? Die Pointe? Weiß ich nicht, aber du bist tot. So, ja, das wäre ganz schnell. Gott, die Gegend hier schreit doch nach einem Puff, oder? Komm. Dann hat die Frau da hinter uns auch wieder eine Arbeit. So. So. Eigentlich schreit die Gegend auch nach einer Diebesgeld, aber kommen so ein paar Nutten. Komm, das ist doch geil. Doch geil. Was machst du? Haha, alles meins. Alles meins. Ja, halt mal. Halt mal ganz kurz, ich muss ja. Ja, man. Ja, da will ich hin, dankeschön. So, mal hier mit dem Bild. Ich brauche es sowieso dringender als hier, von davon mal abgesehen. Ich glaube mal, hier ist ein Schmied. Den können wir mal ausbauen gleich. Oh nein, ich habe nicht genug Geld. Warte mal, ich habe nicht genug Geld. Halt, Maul. So, jetzt können wir es ausbauen. Ein Taschendieb, oh mein Gott, Schwängerdien. Juhu, 4000 Dinger einkommen. Feine Metallarbeiten, nur hier. Ja, ist okay. Komm, wir müssen ein bisschen boxen. Komm, wir boxen uns ein bisschen. Bam, in your face. Oh, das war der Bitchfight. Komm her, Land, ich mach dich Messer. Nein, eigentlich mach ich dich voll prügeln, ne? Bist du so, ich muss mit Waffe kämpfen? Echt nicht? Aber du bist doch schon, ja stimmt, du bist aufgeblasen genug. Okay, seid alle ehrenlos. Dann kriegt er halt alles Maul. Was willst denn du schon wieder? Okay, die Animation war echt wunderbar ausgeführt. Was willst du? Guckst du? Oh, wie süß. Lauf, Schlampe, lauf! So, dann hebe ich mal meinen Gewinn auf. Ne? Ach, lebtest du noch? Oh, wir sind stolz auf unsere gute Qualität zu gerechten Preisen. Was denn für Qualität? Schade eigentlich, dass man seine Munition nicht verkaufen kann, ne? Wäre ja auch schon wieder irgendwie Infinite Money. Okay, und jetzt wieder die scheiß Völker hier auf. Völker wollte ich schon sagen. Das scheiß Volk hier ausrauben, ne? Ach, da ist ein Spitzel. Pardon, ich meinte natürlich, da war ein Spitzel. Wiedersehen. Ja, habe ich einfach, ne? Guckst du. Hast du was Schönes dabei, mein Süßer? Natürlich. Wie sollte es auch anders sein, ne? Na, ihr Besoffenen. Sieht ziemlich cool aus hier, muss ich ja schon mal gestehen. Huch, nur kletter doch mal da. Mensch. Wir haben hier nicht ewig Zeit. Es ist schon wieder 13 Minuten hier. Wir haben nichts geschafft. Naja, fast nichts. Ja, stöhn, stöhn. Oh ja, Türme erklingen. Erklimmen. Erklingen tun sie vielleicht auch immer. Das stelle ich mir blöd vor. Juhu, so einfach sollte es immer sein. Weil das ist ja keine Herausforderung, nicht wahr? Ja, ja, ja. Hübsche Gegend. Mit leider nicht angezeigt, was es ist, aber irgendwas ist es auf jeden Fall. Das ist wichtig zu wissen, dass es irgendwas ist. Okay, dann wird wohl nichts mit Bank ausbauen, aber es wird immerhin was mit Bank abheben. Und dann denke ich mal, ja komm, ist ja, sind wir da hinzulaufen, dann Cut zu machen. Deswegen mache ich jetzt einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part von Azeroth wieder. Bis dahin, tschüss.